Hallo liebe Facebook-Freunde von Sonnenklar TV, herzlich willkommen, viele Grüße, wo immer auch ihr seid, aus Marokko. Ich bin ja hier unterwegs in Agadir schon einige Zeit und jetzt bin ich für euch in unserem Labranda Amadil Hotel. Ein tolles Hotel, also ein sehr nettes Haus, das werde ich euch auch gleich zeigen. Und ihr habt jetzt natürlich bei Urlaubschecker ferngesteuert, wie immer die Chance, euch auch hier mit einzubinden. Also stellt Fragen, was soll ich euch zeigen, was wollt ihr gerne sehen, was ich möglich machen kann, ja, das mache ich natürlich gerne. Jetzt sind wir hier draußen, direkt am Haupteingang. Es ist aktuell sehr, sehr ruhig hier in Agadir. Das hat den Hintergrund, es ist Opferfest, die letzten oder die schon zwei Tage. Jetzt kommen noch zwei Tage, das heißt, viele Menschen sind gar nicht da. Ja, die Einheimischen haben, viele haben frei, teilweise sind Restaurants geschlossen, wenn man mal rausgehen möchte. Die Menschen sind einfach unterwegs und sind zu Hause bei ihren Familien. Hallo Heiko, viele Grüße an dich. Du bist auch schon da, sehr schön. Wie gesagt, bindet euch gerne ein, wenn ich euch was Besonderes zeigen soll, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ja, was ich möglich machen kann und was ich bereits hier weiß, das mache ich natürlich gerne. Und wie gesagt, das Opferfest, es ist sehr, sehr ruhig draußen, aber ihr werdet gleich sehen, wenn wir reingehen, da ist dann doch schon einiges mehr los. So, dann schalte ich die Kamera mal um. Dann machen wir uns einfach mal auf die Reise. Hier seht ihr den Parkplatz, sehr, sehr schöne Grünanlage hier drumherum. Und das ist unser Hotel. Hier steht noch Atlas Amadil Beach. Gehört ja jetzt zu unserer Labranda-Kette. Ja, und dass das schön ist, das werdet ihr gleich sehen. Denn von außen, und das ist mir jetzt in den ganzen Tagen, ich bin jetzt schon knapp eine Woche hier in Marokko, ist es mir doch schon aufgefallen, dass von außen man denkt, das ist ja relativ klein und überschaubar, aber wenn man dann nach drinnen kommt, sieht man erstmal, wie groß das alles ist. Heiko, deine Frage zu beantworten, das würde ich direkt nochmal abchecken nachher und dann würde ich dir nochmal eine Info dazu geben, aber ich habe hier schon den ein oder anderen Rollstuhlfahrer gesehen, also es ist für alle bestens gesorgt. Eingangsbereich, Sicherheitscheck, ja. Heute nicht, weil Sonntag ist wahrscheinlich, also da wird da kurz eingespart. Dann kommt man rein, hat eine wunderbare lange Lobby. Wir haben es gestern auch mal beobachtet, als hier Anreisetag war. Das geht alles relativ zügig. Hier sind sehr, sehr viele Kollegen unterwegs und Kolleginnen, die dann hier an der Lobby für den schnellen Check-in sorgen. Und hier sind wir natürlich willkommen bei Labranda, unserer Hotelkette. Und hier hat sich auch einiges getan. Tolles Hotel, 328 Zimmer. Gibt es hier. Später werde ich euch auch nochmal ein Zimmer zeigen. Aber wie gesagt, jetzt sage ich schon, wenn man hier reinkommt, denkt man, boah, ist das riesig. Also das ist jetzt noch der Vorlobbybereich. Hier findet man viele Plätze, wo man sich so ein bisschen zurückziehen kann. Und für uns Sonnenklar TV Menschen, die ja gerne reisen, ist es natürlich auch so, dass man viele gemütliche Eckchen sucht. Also da gibt es hier absolut einige. So, dann kommen wir hier vorne in die Hauptlobby und dann sieht man eigentlich auch schon mal, wie schön dieses Hotel ist und wie riesig. Ja, das ist jetzt so der Hauptbereich, ja, da findet man viele Zimmer schon, den Weg zu den Zimmern, eine sehr, sehr große Lobby, alles sehr, sehr schön klimatisiert, also es ist eine sehr angenehme Luft hier, es ist ja aktuell ziemlich schwül in Agadir, es ist kaum Sonne den zweiten Tag, ob das mit mir zu tun hat, weiß ich nicht, dass sie sich verzogen hat, aber ich denke mal, und die soll auch bis morgen spätestens wieder zurückkommen. Hier ist eine Ausstellung gerade, ob die jetzt von Picasso ist oder von Monet, das weiß ich nicht, oder ob es einfach ein sehr interessanter marokkanischer, einheimischer Künstler ist, dann findet man so hier in der Lobby natürlich die üblichen Dinge. Ja, einen Shop und wenn die Kohle mal ausgeht, das kann ich euch auch ganz kurz zeigen und das ist mir auch aufgefallen, in jedem marokkanischen Hotel, wo ich bislang war, gab es einen Geldautomaten. Ist ja auch wichtig, dass man nicht immer erst raus muss teilweise irgendetwas suchen, bis man ein bisschen Geld bekommt. Dann hat man hier einen sehr, sehr schönen Springbrunnen. Der macht das auch sehr, gibt so ein bisschen schönes Flair, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht, doch man sieht es, glaube ich, jetzt die Fäden. Ja. Kann man, wenn man nachts aus der Bar kommt, sich nochmal erfrischen, bevor man dann wieder hoch ins Hotel geht. Nein, kann man natürlich nicht. So, dann hat man hier noch einen Sitzbereich so ein bisschen unterirdisch eingebaut. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Hier läuft abends deutsches Fernsehen. Ja, also hier ist deutsches Fernsehen. Die Menschen haben hier zum Beispiel Fußball geguckt, das Länderspiel, das erfolgreich gestaltet wurde gegen Tschechien. Und morgen Abend gibt es dann hier auch wieder Fußball, wenn unsere Jungs in Stuttgart gegen Norwegen antreten. So, dann ist immer weiter hier im Hotel. Es hat einen sehr, sehr schönen Panorama-Fahrstuhl. Ja, da kann man, es fährt auch gerade nach oben, können wir uns mal angucken. Fährt man dann auf seine Etage und hat nochmal einen schönen Blick auf die Lobby. Auch wenn der Mensch, der da gerade drin ist, das nicht genießt, aber wahrscheinlich ist er schon 10 oder 15 Mal heute hoch und runter gefahren. Dann natürlich auch, und das ist auch, finde ich,
muss man absolut erwähnen, es gibt drei Themenrestaurants hier. Zum einen das Thai Nam, ja, asiatische Küche, exzellent zubereitet, war ich auch heute Morgen schon mal drin, durfte mir das Ganze mal angucken, jetzt ist leider zu, weil das dann erst ab heute Abend natürlich wieder geöffnet ist. Thailändische Küche, wenn man es mag, sehr, sehr schön, sehr, sehr scharf und aber sehr, sehr leicht. So, gehen wir weiter. Wie gesagt, ihr seht schon, die Lobby hier in unserem Amadil ist riesengroß. Und es gibt so viel zu erleben. Themenrestaurant 1, thailändisch hatte ich schon gesagt. Jetzt kommen wir zum Darfes, unser marokkanisches Restaurant hier. Sehr, sehr gemütlich, zurechtgemacht, sehr, sehr liebevoll. Allgemein, das muss ich an dieser Stelle sagen, bin ja wie gesagt schon ein paar Tage hier unterwegs. Die Menschen hier sind so herzlich. Lieber Manfred, die Poolbar zeige ich dir gleich. Da werden wir in circa 3 Minuten vielleicht vorne ankommen. Freue ich mich. Ne? Werden wir mal gucken, wie schnell das geht, bis man was zu trinken bekommt hier. Ist ja auch wichtig für die Menschen. Und Manfred kenne ich ja schon seit vielen, vielen Jahren, der sehr, sehr großen Durst hat, wenn er im Ausland ist. So, also hier, marokkanisches Restaurant. Und dann wichtig, und auch das durfte ich mir gestern schon mal hier anschauen, Oriental World Spa. Ganz tolles Spa, ganz toll zurechtgemacht mit einem wunderbaren Pool. Und ich hatte was Besonderes hier erleben dürfen gestern. Das möchte ich euch an dieser Stelle ja mal sagen. Ich war gestern, die zwei sind super, ne? Die betreuen mich den ganzen Tag. Das muss man ja auch mal erwähnen. Und hier, das ist Brahim. Brahim, komm mal kurz ein bisschen näher. Brahim möchte ich euch mal zeigen. Wenn ihr euch jetzt wundert und sagt, Mensch, der sieht doch aus wie Nino D'Angelo. Tatsächlich, das war mein erster Gedanke, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und ich werde Ihnen vorschlagen, dass er sich jetzt abends hier im Hotel da als Nino D'Angelo-Double ein paar Mark dazu verdienen kann. Das nur mal am Rande. Gestern war ich hier, wie gesagt, im Spa. Und da war ein Shooting mit russischen Frauen. Das möchte ich nochmal sagen, das war ein Erlebnis. Ja, haben wir auch mal ein paar Minuten zugeguckt. So, dann Meeting Point Marokko. Tolle Leute, tolle Kollegen, wo auch Brahim dazugehört. Wenn es Probleme gibt, wenn man Fragen hat, kann man sich immer an die netten Menschen dort wenden. Ihr seht auch, hier ist auch wieder Betrieb. Hier kann man sich über alles informieren. Und ihr seht, was hier drinnen los ist, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer und Freunde. Das ist Wahnsinn. Und natürlich darf nicht fehlen unser Sender. Unser Sender läuft hier den ganzen Tag live auf dem Bildschirm. Ja? Und die Menschen gucken jetzt immer so ein bisschen erschreckt. Gucken wir mal gerade, ich dürfte jetzt mal winken, jetzt mal. Ne? Wir sind live auf Facebook bei Sonnenklar TV gerade und glückliche Menschen, so muss es sein. So, gehen wir weiter. Hier gibt es das Buffet-Restaurant. Da kann man natürlich frühstücken, Mittagessen, zu Abendessen. Da können wir auch mal gerade reingehen. Sehr, sehr gute Küche. Ja, also das ist wirklich so, wo man alles findet, was man möchte und was das Herz begehrt. Ich war frühstücken hier, ein sehr, sehr großes Frühstücksbuffet, große Auswahl auch an Kaffee, viel Ei, Obst, also alles, was man frühs möchte. Müsli, viele Nutella, also das, wo so Deutsche ja so viel Wert drauf legen. Also ist auch sehr, sehr groß und ich muss auch eins nochmal dazu sagen, hier in dem La Branda Amadil Beach Hotel, alle Generationen unter einem Haus, unter einem Dach. Ja, also man trifft hier viele junge Menschen, man trifft hier Pärchen, verliebte Pärchen, man trifft viele Senioren. Ein sehr, sehr gemischtes Publikum und das macht es auch so ein bisschen aus. Ein sehr, sehr angenehmes Flair. Jetzt sind wir wieder in der Lobby. Hier ist eine Bar, da können wir gleich mal lang gehen. Die ist noch zu, die macht erst später auf, weil sich momentan noch alles draußen abspielt. Hier ist dann abends auch Live-Programm. Heute Abend dann Nino D'Angelo Double, Brahim mit Jenseits von Eden auf dieser Bühne. Wie gesagt, hier die Bar. Kann man sich hier gemütlich ein flauschiges Plätzchen suchen und kann dann natürlich, liebe Sonnenklar-TV-Freunde, rausgucken aufs Meer. Und das ist doch großartig. Ja? Abends. Leider heute keine Sonne. Genau, die eine Touristin hat es gerade nochmal gerufen. Es ist keine Sonne. Ja, dafür kann ich leider nichts. So, gehen wir mal raus, was es hier draußen zu sehen gibt. Hier gibt es noch zwei Billardtische mit schwarz-gelben Kugeln. Also perfekt für alle Borussia Dortmund und Dynamo Dresden Fans und alle Mannja Aachen. Hallo Carmen, schön dich zu sehen oder zu lesen. Hier haben wir noch ein Restaurant, ein Themenrestaurant. Ich gucke auch noch mal gerade auf den Namen. La Sardegna.
Italiano. Brian sagt, großartige Küche auch hier, italienisch, also sehr, sehr liebevoll und alles das, was man so bei einem typischen Italiener findet. Ja. So, brauchen wir nicht rein, gucken wir uns von außen mal an und gehen jetzt mal, wie von Manfred gewünscht, dem Thüringer, an die Poolbar. Können wir auch gleich mal austesten, was es hier so Schönes gibt und wie es schmeckt, kann ich euch auch sagen. Sehr, sehr große Terrasse. Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir eben auch schon mal eine Schalte ins Fernsehen gemacht haben nach München. Also man sieht auch hier, es ist wirklich ganz nah am Strand gelegen, perfekt gelegen eigentlich dieses Hotel. Man hat nur 30 Meter bis zum Strand und da ist dann ein toller Sandstrand, typisch marokkanischer Sandstrand. Vielleicht können wir noch ein Bild vom Strand einfangen. Aber es ist ein bisschen schade gerade im Moment, dass wir wenig Sonne haben. So. Wie gesagt, eine schöne große Terrasse. Hier treffen sich die Menschen, ne, trinken auch schon wieder Bier. Ja, zu Recht, denn diese Menschen haben ja alle Urlaub. So. La Chantaco richtig ausgesprochen, Brian? Ja. Die Beach Bar. Ganz wichtig. Da hat man die Möglichkeit, alles das, was man sich wünscht, ja, zu bestellen. Gucken wir mal, was die Damen sich hier gerade bestellt haben. Was trinken Sie gerade? Gin Tonic, das passt ja, mein Lieblingsgetränk. Ja? Viele von euch, liebe Sonnenklar-TV-Zuschauer, wissen das natürlich auch. Gin Tonic ist mein Lieblingsgetränk und wir werden es mal ausprobieren. Ich werde einfach mal einen Gin Tonic bestellen. Einen Gin Tonic hätte ich gerne mal. Und dann gucken wir uns mal so an, wie der ist. Servus, alles freundliche Menschen, das sagte ich bereits hier. Und das Hotel hat so viel schöne Ecken auch zu bieten. Wir gucken uns ja mal so das ein oder andere an, was wir können. Gin Tonic ist in Arbeit, Manfred. Ich sag dir auch gleich, wie der schmeckt. Jetzt können wir mal noch mal einen ganz kurzen Blick aufs Meer. Hier draußen hat man eine sehr, sehr schöne Terrasse. Eine sehr, sehr schöne Terrasse mit Blick direkt ans Wasser. Und Sonnenklar-TV-Zuschauer sind ja verwöhnt. Guckt mal. Tolles Panorama. Nur leider haben wir noch nicht das Wetter, was man sich für einen Sommerurlaub wünscht. Aber das werden wir noch haben. So, schalte ich mal ganz kurz um. Hier ist er. Gin Tonic. Prost. Zum Wohl an die Menschen, die hier... Ich schalte es mal so um. Ja. Viele glückliche Urlauber, die sich von dem doch etwas trüberen Wetter heute auch nicht die Laune vermiesen lassen, oder? Warum, ne? Zum Wohl. So. Mmh. Oh. Ist natürlich alkoholfrei. Ich sehe nämlich gerade, mein Chef ist auch hier online und guckt zu. Dann ist natürlich ohne Alkohol. Ja, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. So, schalten wir um, gehen weiter. Brahim, wir gehen, nee, das kann ich ruhig noch halten. Gehen wir einfach mal wieder zurück. Wie gesagt, es gibt alles an Getränken, was man sich so für einen Urlaub wünscht. Hier drüben wird Bier getrunken, Kaffee. Und wie gesagt, wir warten jetzt eigentlich nur noch auf ein bisschen Sonne. Aber die soll, hat Brahim mir gesagt. Brahim ist auch hier der Jörg Kachelmann von Marokko. Ja? Unser Kollege Jörg Kachelmann, der hier natürlich auch vorhersagt, dass das Wetter bestens wird noch. Also lassen wir uns einfach mal überraschen, vielleicht bei der nächsten Schalte. Denn ich werde ja auch die nächsten Tage noch für euch hier in Marokko unterwegs sein. Haben wir dann ganz sicher wieder Sonne. So, jetzt gehen wir mal zum Pool. Viele haben nämlich auch schon geschrieben, zeig uns mal den Pool. Und da müssen wir ein Stückchen laufen durch die Lobby. Aber wenn Sie jetzt sagen, liebe Zuschauer, oh, wenn die Beachbar da vorne ist und der Pool ist ganz woanders, kriege ich dann nichts zu trinken? Natürlich, auch am Pool gibt es nochmal eine Bar. Mit all dem, was wir auch gerade in der Beachbar gesehen haben. So, gehen wir nochmal durch die Lobby. Wie gesagt, hier ein Shop, wie überall in den Hotels, finde ich sehr schön, wenn man mal irgendwas vergessen hat oder wenn das Duschbad all geht, ja, dann
kauft man sich einfach da ein neues und wirklich auch zu ganz anständigen Preisen. So, am Asia-Restaurant geht's dann vorbei zum Pool. Lea Heinrich fragt nach dem Pool. Liebe Lea, ich bin unterwegs. Viele Grüße an Dirk Löbling, meinen großartigen Kollegen. Ich freue mich bald im Studio. Ich freue mich auch, wenn wir dann demnächst mal eine Doppelmoderation machen dürfen. Freue ich mich sehr. Und jetzt kommen wir raus. Jetzt sehen wir mal, wie viel hier nochmal los ist. Ja? Also, der Pool. Es ist ein sehr, sehr großes Hotel, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, aber es ist nicht überlaufen. Ne? Also man hat nicht den Eindruck, hier ist es zu voll. Es ist alles gut gebucht. Ne? Das Hotel ist sehr voll, sagt Brian. Aber man hat so viel Platz, dass man, wie gesagt, nie den Eindruck hat, hier sind einfach viel zu viele Menschen. Ja, guck mal, hier ist der Kinderpool. Nee, ist ja gar nicht ein Kinderpool, da geht auch 1,40 tief, da ist nur ein Kind. Bisschen kaltes Wasser. Kaltes Wasser, Brian? Nee. Warmes Wasser, ne? Warm. Sehr warm. 26 Grad gefühlt. Wie gesagt, viele kleine Pools, so die ineinander übergehen. Hinten haben wir den Kinderpool. Es gibt auch einen Kids Club, ja, wenn Sie mit Ihrer Familie herkommen und sagen, ich möchte auch mal meine Kinder ein paar Stunden abgeben, weil ich mal relaxen will, weil ich mal ins Spa will, weil ich mal was erleben will, wo die Kinder vielleicht nicht dazu passen. Also die passen ja eigentlich überall dazu, aber wenn man sagt, Zweisamkeit genießen will mit dem Partner, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, hier im Kids Club alles zu nutzen. Die Kinder werden Spaß haben und ihr seht schon im Hintergrund, das ist ja selbst was für mich. Ja? Ich bin ja ein Mensch, der es liebt zu rutschen. Das ist ja das Paradies für mich. Guckt mal, 5 Wasserrutschen. 5 Wasserrutschen, ah, da geht doch das Herz auf. Da würde ich jetzt direkt am liebsten runter. Aber geht ja nicht. Da geht ja das Bild weg. Probiere ich aber nachher trotzdem nochmal aus. Also, wunderbarer Pool im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob man es hört. Läuft gerade Bryan Adams. Schöne, ruhige Musik zum Chillen. Also eine wunderschöne, große Poollandschaft. Sieht man schon hier. Das macht Lust auf Urlaub. Und Brian, wir haben eben schon mal gesprochen, das ist wirklich so ein Hotel, das ist nett. Das ist echt nett. Das ist jetzt nicht übertriebener Luxus oder sonst irgendwas. Es ist eine tolle Atmosphäre. Es gibt tolles Essen. Es gibt genug zu trinken. Man kann genug erleben hier. Man ist nicht weit vom Zentrum weg. Da ist man ganz schnell. Ja? Und wie ich schon gesagt habe, ein paar Minuten ist man da, wenn man wirklich mal raus will. Aber man hat hier so viele Möglichkeiten, einen wunderbaren Urlaub zu genießen. Finde ich großartig. Da läuft ein HSV-Fan. Das glaube ich gar nicht. Moment, den gucke ich mir nochmal genauer an. Das gibt's doch nicht. 2-mal gewonnen in der Bundesliga. Die Freunde vom HSV und sprechen dann von Deutsch. Seid ihr Deutsch? Ja. Wir sind gerade live bei Facebook bei Sonnenklar TV. Ja. HSV spricht von deutscher Meisterschaft in diesem Jahr? Der erste vernünftige HSV-Fan, den ich seit Jahren getroffen habe. Schönen Urlaub euch noch. Und wir gehen jetzt mal weiter in Richtung Zimmer. Denn wir wollen natürlich auch nochmal in die Zimmer schauen. Und für die Menschen, die sagen, du hast von einer Poolbar gesprochen, Jan. Ja, zeige ich euch jetzt. Gibt es im Winter einen beheizten Pool? Es gibt einen Indoor-Pool. Ja. Und auch hier draußen, sagt Brian mir gerade, wird beheizt. Also der hat eine gleichbleibende Temperatur. Wahrscheinlich immer so irgendwo um die 23, 24 Grad. Also auch im Winter kann man hier echt baden. Ines kommt in 14 Tagen. Dann viel Spaß. Also du wirst es nicht bereuen. Es ist wirklich eine tolle Anlage. Udo schreibt, wo sind die Gäste? Ja, wie ich schon sagte, das verteilt sich hier. Das Hotel ist echt voll. Vielleicht ist der eine oder anderen raus. Es ist, wie gesagt, Opferfest. Viele Menschen gehen halt einfach mal raus jetzt und genießen vielleicht auch draußen. Es gibt ja so viel zu sehen in Agadir. Auch ich werde die nächsten Tage noch mir tolle Punkte hier anschauen draußen. Und die sind dann vielleicht einfach mal raus und einfach unterwegs. Aber wie gesagt, sind viele vorne am Strand. Es sind viele spazieren. Und wie gesagt, in diesem Hotel verläuft sich's einfach auch. Ihr werdet nie den Eindruck bekommen, dass es zu voll ist. Viele Gäste an der Poolbar. Sonnenklar TV. Zuschauer? Ja, ja,
Gäste, leider ja, das haben wir überhört. Ne? Seid ihr zufrieden hier? Oh, dann gehen wir erstmal schnell weiter. Besprechen wir nachher. Hier, wie gesagt, die Pulpa. Gibt es auch all das, was es innen drinne zu sehen gibt. Udo war im Februar im Le Dune d'Or. Da bin ich morgen übrigens unterwegs. Da zeige ich euch das Le Dune d'Or. Und jetzt gehen wir nochmal hoch in die Zimmer. Und wenn ihr sagt, ich möchte vielleicht auch ein paar sportlichen Aktivitäten hier nachgehen, da hat man auch alle Möglichkeiten. Es gibt für viele Sportbegeisterte ein großes Angebot an Aktivitäten. Tischtennis, Dart, Volleyball, Wasserpolo, das ist alles dabei. Und ein bisschen Billard kann man gegen eine kleine Gebühr spielen und einen Fitnessraum gibt es auch. Also da ist wirklich für jeden dabei. Auch Ronny wird kommen ins Le Dune d'Or im November. Wie gesagt, Le Dune d'Or, morgen nehme ich das für euch dann auch gerne unter die Lupe. Und dann könnt ihr nochmal reinschalten, könnt gucken, was es hier so gibt. So, jetzt sind wir wieder in der Lobby. Grüße an unseren Urlaubschecker Andreas Diefenbach zurück nach Ägypten. Freue mich, dass du die Zeit hast. Andreas ist ja bei uns auch regelmäßig unterwegs für euch aus Ägypten und wird dort auch weiterhin alles großartig unter die Lupe nehmen. So. Schön ruhig ist es gerade hier. Mittagszeit. Wir sind ja eine Stunde zurück. Also bei uns geht es jetzt erst auf den Mittag los. Und dann gucken wir nochmal. Dann gucken wir mal noch in die Zimmer. Nochmal auf den Miniclub vielleicht zu sprechen zu kommen für die Kinder. Den gibt es vormittags von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr und auch nachmittags ist das Ganze nochmal von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Wie wir es gerade am Pool gesehen haben, es gibt zwei separate Kinderbecken und auch einen Spielplatz. Und wenn Sie sagen, ich habe ein ganz kleines Kind und brauche ein Babybett, ja, kriegen Sie auch auf Anfrage. Muss man halt vorher anmelden, dann ist das auch alles überhaupt kein Problem. So, jetzt gehen wir mal ein paar Treppen nach oben. Kann man natürlich auch einen Fahrstuhl nutzen. Muss man ja nicht die Treppen laufen. Wir machen es jetzt gerade, wir sind ja schon da. Wir fahren lieber nicht mit dem Fahrstuhl wegen dem Netz. Ist zumindest in Deutschland immer mal so ein Problem im Fahrstuhl, aber ich weiß nicht, ob das in Marokko so ist. Muss ja nicht sein. Gesund. Ja, gesund, sagt Brian. So. Du hast gesagt, es ist in der ersten Etage. Ich glaube, ich bin schon an der vierten ist es plötzlich. Sehr gut. In welcher sind wir jetzt? Jetzt sind wir erst in der zweiten. Na wunderbar. Schalte ich nochmal um. Ja, die Lobby zeige ich euch gerne mal von oben. Genau, kann man ja mal den Ausblick nutzen. Hier direkt an unserem Springbrunnen vorbei. Lieber Udo, nach dem Wetter, um die Fragen zum Wetter zu beantworten. Es ist wenig Sonne, aber die kommt heute Nachmittag wohl wieder. Ja, normalerweise Agadir hat ja 300 Sonnentage im Jahr. Jetzt haben wir gerade mal zwei erwischt, wo es ein bisschen weniger war. Aber wie gesagt, ab heute Mittag wird es wieder bestes Wetter geben. Im Frühjahr sehr angenehme Temperaturen, liebe Conny. Also nicht zu heiß. Man kann aber auch schon baden. Wie gesagt, der Pool hat hier eine Temperatur, der ist beheizt. Und natürlich auch im Frühjahr viel Sonne. So, jetzt bin ich kurz zum Kleinen gleich, wenn ich hier oben bin. Jetzt kann man nochmal drauf gucken. Hier oben ist nochmal so eine... Genau. Toll. Hier oben auch nochmal so eine... Auf der Bar kann man auch nochmal gemütlich sitzen. Also ist echt ein sehr, sehr nettes Haus, ein sehr, sehr schönes Haus. Und wie gesagt, was mich hier so in Marokko beeindruckt, sind die freundlichen Menschen. Die sind echt sehr, sehr freundlich, sehr, sehr höflich. Das macht echt Spaß. So, wir sind angekommen. Gucken wir mal rein. Jawohl. Wie gesagt, ein sehr, sehr schöner, normaler, guter Standard. Die Zimmer sind 26 Quadratmeter groß. Die haben alle Dusche, WC, Föhn, Telefon, Mietsafe. SAT-TV, Minibar, Klimaanlage
und teilweise auch Balkon. Und wenn man das mag, natürlich mit Meerblick, dann kann man das hier auch bestens genießen. Schaut mal. Super Blick. Da hält man es auch mal echt auf dem Zimmer dann eine gewisse Zeit aus. So, dann schauen wir noch kurz ins Bad. Genau, weil es ja auch gefragt worden ist, ja auch immer wichtig, denn man muss sich ja auch wohlfühlen. Und dann hat man hier wirklich einen schönen Standard. Mehr braucht man nicht für einen netten Urlaub hier in Marokko. So, dann glaube ich, habe ich soweit alles gezeigt, was erstmal zu zeigen war. Und dann schalte ich nochmal auf mich kurz um, machen wir nochmal das Meer. Und wie gesagt, ich freue mich jetzt auch drauf, wenn denn dann hier wieder die Sonne kommt. Und ich freue mich auf euch, liebe Facebook-Freunde von Sonnenklar TV. Denn ab morgen bin ich dann weiter unterwegs. Das Le Dune d'Or haben wir noch, Royal Atlas werden wir uns noch diese Woche mal genauer unter die Lupe nehmen. Und wenn ihr Fragen habt, dann sammelt die schon einfach und schaltet euch dann einfach rein. Ich freue mich riesig. Ich wünsche euch jetzt einen fantastischen Sonntag. Habt einen schönen Tag. Viele Grüße nach Deutschland. Und dann sage ich mal, bis bald. Tschüssi, sagt euer Jan.